die Medizin der Zukunft. Moderne Diagnosemethoden ermöglichen den Medizinern, sich ein immer detaillierteres Bild eines Patienten zu machen. Wie gelingt es, neue Technologien möglichst intelligent in bestehende Krankenhausumgebungen einzubinden? In diesen Büros der Firma Mint Medical, eine Ausgründung aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, beschäftigen sich die Entwickler mit genau dieser Frage. Das DKFZ ist das bedeutendste Forschungszentrum zum Thema Krebs in Deutschland und wahrscheinlich eins der besten weltweit. Die Daten werden seit 110 Jahren hauptsächlich zweidimensional erhoben, das sind also einfache Bilder. Und die werden traditionell in einen Lichtkasten gehängt und man versucht sich, die Geschehnisse in dem Bild vorzustellen. In den letzten Jahren hat eben diese Datenmenge richtig stark zugenommen. Das heißt, von einer Bauchraumaufnahme haben wir statt 20, 30 Bildern, haben wir halt mittlerweile über 100 oder 200 Bilder. Und wenn der Mediziner jetzt letztendlich effizient sagen möchte, ob es dem Patienten wirklich gut geht oder ob er eine ernsthafte Erkrankung hat, dann muss er sich all diese Schichtbilder angucken. Es geht darum, diese Forschung, die jetzt ja seit 30 Jahren laufen, auch wirklich bis in die Klinik und bis zum Patienten zu tragen. Mit den neuen Methoden ist es eben möglich, patientenzentriert wirklich ein virtuelles Modell zu erstellen, wo man viel mehr Informationen hat und diese Informationen, diesen Wissenszugewinn dann auch zu transferieren in die Therapie und in die Therapieplanung hinein. Mint Lesion, eine der innovativen Softwarelösungen von Mint Medical. Mint Lesion ermöglicht die Verlaufskontrolle von Krebskrankheiten und eine frühzeitige Prüfung der Wirksamkeit von Therapien. Mint Lesion erlaubt eine schnelle, objektive, nachvollziehbare und noch exaktere Beurteilung der medizinischen Bilddaten. Ein zukünftiges Betätigungsfeld der Mint Medical werden auch computerassistierte Therapieverfahren sein, wo wir dann eben es ermöglichen, Stichwort Blick in das Organinnere eben, die Informationen aus der Diagnostik dann auch dem Arzt während der Therapie zur Verfügung zu stellen. Wir können mit dem Rechner sehr schön das dreidimensionale Sehen des Volumens unterstützen. Wir können funktionelle Abteilungen in Körpern herausheben, die den Mediziner interessieren. Wir können aber nicht sein Sehen ersetzen. Der Mensch hat aus Erfahrung ein ganz anderes Wahrnehmungsvermögen, als ich in den nächsten absehbaren Jahrzehnten in der Lage sein werde, meinem Rechner beizubringen.